Von draus vom Walde komm ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Und droben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so strolch durch den finstern Tann, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich hinab zur Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in diese Stadt, wo's eitel gute Kinder hat. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von raus vom Walde komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hier hinnen find, sind's gute Kind, sind's böse Kind. Adeste fideles, lebt in triumphantes, venite, venite in Bethlehem. Natum vedete, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Erweio ihr Gläubigen, fröhlich triumphieret, o kommet, o kommet nach Bethlehem. Christus der Herr ist heute uns geboren. O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, dem singet dem Herrn, o ihr Engelchöre, frohlocket, frohlocket, ihr Seligen. Ehre sei Gott im Himmel und auf Erden. O lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, o lasset uns anbeten, den König. Euch ist heute der Heiland geboren, Halleluja! Welcher ist Christus der Herr? Halleluja! Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen zum Weihnachtsgottesdienst der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien für und mit den Siebenbürgern weltweit. Von daheim zu daheim. Von hier aus Siebenbürgen senden wir überall in die Welt, zu euch nach Hause, unterwegs, wo immer ihr seid,
um gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Weihnachten, das Fest der Liebe Gottes. Der Liebe Gottes, die uns anspricht, die uns mitnehmen will, die uns zum Singen, zum Beten, zum Loben einlädt, als Kinder Gottes. Und da sind wir verbunden über Grenzen hinweg. Das wollen wir heute feiern, dass Gott bei uns ist, hier und überall, wo wir sind. Und so beginnen wir diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Landsleute und Freunde unserer Siebenbürgisch-Sächsischen Gemeinschaft, unser Leben wurde auch im Jahr 2021 durch die Corona-Pandemie bestimmt. Wir haben jedoch vieles dazugelernt und auch die Impfungen haben es möglich gemacht, dass auch im Verband der Siebenbürger Sachsen in diesem Jahr wieder ein Verbandsleben stattfinden konnte, wenn auch noch in einem eingeschränkten Maße. Wir haben auch in 2021 das Beste aus der aktuellen Lage gemacht, oft auch mit neuen und kreativen Ideen. Mein Dank geht an alle Verantwortlichen auf der Bundesebene, in den Landesgruppen und Kreisgruppen des Verbandes, in der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, die auch unter diesen besonderen Umständen für unsere Mitglieder da waren und online oder in Präsenzform das Verbandsleben wieder aufgenommen haben. Unter dem Motto »Zusammen sind wir Heimattag« stand der diesjährige Heimattag zu Pfingsten, der erneut im Online-Modus stattfinden musste und der dennoch ein ganz besonderes Highlight in diesem Jahr war. Das haben die vielen Rückmeldungen unserer Mitglieder gezeigt. Zusammen sind wir eben eine tatkräftige siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft. Wir geben die Hoffnung auf ein normales Alltags- wie Verbandsleben in 2022 nicht auf, nehmen aber auch jede andere Herausforderung an. Wer erinnert sich nicht gerne an die besonders feierlichen Heiligabend-Gottesdienste in Siebenbürgen? Es sind Erinnerungen, an die man zeitlebens gerne zurückdenkt. Geborgen in der örtlichen Gemeinschaft, im Kerzenlicht von Christbaum oder Weihnachtslichtern feierte die ganze Gemeinde würdevoll die Geburt von Jesus. Wenn dann stille Nacht angestimmt wurde, erloschen alle Lichter und die ganze Kirche erstrahlte im hellen Kerzenschein des Christbaums. In der Weinlandgemeinde Wurmloch wurde im Heiligabendgottesdienst ein Gedicht in unserem Dialekt durch eine Konfirmandin vorgetragen. Daraus zitiere ich die letzten beiden Strophen. Ha waret eng sie feierlich von der hellig Ofen kum. Zur Kirch gäng alles grusuch klin, von der Glock as Ruf, kam, kam. Der Glocken roffen,
Kleine noch, auch hekt ihr kennt, weil ihr west. Mir aber kennen das net Sohn, weil as am Tarz hekt es. Im Namen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland sowie der weltweiten Föderation der Siebenbürger Sachsen wünsche ich allen Landsleuten in Siebenbürgen und ganz Rumänien, Österreich, Kanada, in den USA und natürlich in Deutschland frohe Weihnachten sowie ein gutes neues Jahr mit viel Glück, Erfolg und Gottes Segen. Vor allem aber wünsche ich, bleibt alle gesandt, auch ungenehm, auch glücklich, fertig. Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenii ale lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. De aceea îi va lăsa până la vremea când va naște cea care are să nască și rămășița fraților săi se va întoarce la copiii lui Israel. El se va înfățișa și va cârmui cu puterea Domnului și cu măreția numelui Domnului Dumnezeului său. Vor locui liniștiți că El va fi proslăvit până la marginile pământului. El va fi pacea noastră. Wir hören die Epistel für Heiligabend im Brief des Apostels Paulus an die Galater im 4. Kapitel. Als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf das er die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft, aber lieber Vater. So bist du denn nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott.
Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Halleluja. Das Evangelium für den Heiligen Abend lesen wir bei Lukas im 2. Kapitel. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander: Lasst uns nun gehen, gen Bethlehem, und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede,
die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Lob sei dir, o Christe. Von Himmel, wo ihr Englein kommt, von Himmel, wo ihr Englein kommt, Susanni, 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 und singt und klingt und pfeift und trommt, Alleluja, Alleluja, von Jesus, Jesus und Maria. Ihr muss die Musik himmlisch sein, ihr muss die Musik himmlisch sein, Susanni, 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 Alleluja, Alleluja, von Jesus, Jesus und Maria. Die Stimmen müssen lieblich gehen, die Stimmen müssen lieblich gehen, Susanni, 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 und Tod und Nacht nicht stille stehen. Alleluja, Alleluja, von Jesus, Jesus und Maria. Singt Frieden, Menschen, weit und breit, singt Frieden, Menschen, weit und breit. Susanni, 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 und Preis und Preis in Ewigkeit. Alleluja, Alleluja, von Jesus, Jesus und Maria. Liebe Gottesdienstgemeinde, liebe Schwestern und Brüder, das Weihnachtsfest will uns in besonderer Weise erreichen, in besonderer Weise berühren. Wir wollen es mit allen Sinnen empfangen und uns darüber freuen. Und ich glaube, das ist schön und richtig so, dass wir gerade in dieser Zeit in besonderer Weise eben dieses spüren. Sehnsucht, Geborgenheit, Wärme, Freude, Erwartung. Gott wurde Mensch. Dieses Geheimnis ist eigentlich richtig schwer zu erfassen. Wir bestaunen es, wir besingen es in besonderer Weise am Heiligen Abend zum Weihnachtsfest. Ich glaube, das ist auch das Besondere des christlichen Glaubens, weil keine andere Religion es wagt, das zu glauben, dass Gott sich aufmacht und wirklich Mensch wird. Wir stehen dann am Heiligen Abend staunend und ehrfürchtig vor diesem Wunder, das Gott tut. Er kommt in unsere Welt, er wird so klein, wie wir sind. Warum? Damit er uns nahe ist und nahe bleibt in allen unseren Nöten, in allen unseren Sorgen. Und gerade in dieser Zeit, in diesem Jahr, im vergangenen Jahr, glaube ich, hat uns diese Botschaft in besonderer Weise erreicht, weil es immer wieder heißt oder hieß, Distanz bewahren, Schutzmaßnahmen. Jetzt Distanz einhalten, wenn ich eigentlich den Menschen, die mir lieb und wert sind, den Menschen, die mir anvertraut sind, eigentlich ganz nahe sein möchte. Das ist eine Spannung, die kaum auszuhalten ist. Aber Gott kommt und wird Mensch. Er ist uns nahe, er will uns nahe bleiben. Zu Weihnachten begegnet uns Gott als Mensch. Das ist das große Wunder. Wir lesen im ersten Johannesbrief, dass das, was er tut, uns zugutekommen soll. Warum?
damit wir nicht mehr verloren sind, damit wir nicht in unserem Leben das suchen, was uns keine echte, tiefe Freude bringen kann. Und dadurch ist dieses Weihnachtsfest, das Fest der Geburt des Herrn, auch ein so gefühlsgefülltes Fest. Denn unsere Gefühle, geben wir es zu, sie haben kaum Raum in uns im Alltag. Im Beruf müssen wir sie verstecken, in der Familie dürfen wir sie oft auch nur verhalten zeigen. Und uns selbst gegenüber verbieten wir oft genug, die mit unseren Gefühlen wirklich zu zeigen, wer wir sind oder was zu wollen, wirklich wahrzunehmen, wie es uns geht. Und so schenkt uns dieses Weihnachtsfest auch die Gelegenheit, das zu erneuern, wonach wir uns wirklich sehnen. Nämlich, dass wir uns gehalten fühlen, geborgen, dass wir innere Wärme und Freude spüren und von ihnen erfüllt sind. Denn dadurch werden wir zu Gottes Kindern. Der Gottessohn Jesus wird ein Menschenkind. Und dadurch werden wir Menschenkindern zu Gottes Kindern. Er gibt auf, er lässt los und wir werden durch ihn gewürdigt und ausgezeichnet. Ein solches Geschenk, man kann es kaum fassen. So viel, so überwältigend viel schenkt uns Gott an Weihnachten. Wir werden seine Kinder. Gott begibt sich zu uns herab und zugleich zieht er uns zu sich hinauf. Und wer sich dessen bewusst ist und wer auch in diesem Sinne als Christ bewusst leben will, der wird oft von seiner Umgebung als ein Fremdkörper empfunden. Denn nur wer ein so unglaublich wertvolles Geschenk wirklich für sich annimmt und sein Leben danach ausrichtet, sich diesem Gott anvertrauen kann, der so unvorstellbar tief zu uns herabkommt, der wird sich eben anders verhalten als viele Menschen ringsum. Der wird anders sein als die anderen Menschen, als die anderen Leute, als die Welt. Und wir fragen uns dann, was handeln wir uns dafür ein? Denn was hat letztendlich das, was wir die Welt nennen, schon Großartiges zu bieten? Eher die Sucht nach Einfluss und Geld, Neid, Hass, Streit, Krieg. Und deshalb glaube ich, ist es gut, dass es eben Menschen gibt, die auch andere Maßstäbe anlegen, die sich der Jagd nach Reichtum entziehen, die einen Menschen nicht nach seinem Äußeren, nach seinem teuren Handy oder nach seiner Automarke beurteilen, die sich mitfreuen können, wenn es anderen gut geht. Wie gut, dass es diese Weltfremden gibt. Wie gut, dass Menschen durch ihren Glauben an das Kind in der Krippe und an den Mann am Kreuz eben so leben, wie Gott es von ihnen erwartet. Weihnachten, das gefühlsvolle Fest. Letztendlich überleben wir ja gefühlsmäßig, geistig und körperlich, nur wenn wir mit anderen zusammen sind. Ohne Liebe kann eigentlich kein Mensch leben. Und wenn Gott das ist, was zwischen uns geschieht, wenn wir lieben, dann heißt es, dass wir auch ohne Gott nicht leben können. Gott aber freut sich daran, dass wir nach seinem Wort leben, dass wir etwas ausprobieren, dass wir unsere Gaben und Fähigkeiten entfalten, dass wir damit etwas anfangen wollen. Gott freut sich über unsere Ideen, Gott freut sich über unsere Lebenslust. Gott ist gespannt auf das, was ihm von unserer Seite entgegenkommt. So wie sich auch Eltern freuen, wenn Kinder den richtigen Weg im Leben finden,
wenn sie gut im Leben zurechtkommen, wenn sie etwas Eigenes aufbauen. Zu Weihnachten hören wir diese Nachricht immer wieder. Aber sie bleibt nach wie vor neu und aktuell. Denn damals hat etwas ganz Neues begonnen. Und wir können sicher sein, dass Gott auch mit einem großen Ziel auf uns wartet. Und deshalb machen wir uns auf den Weg. Leben wir so, wie es zu Gottes Kindern passt. Leben wir von Weihnachten her. Zu Gottes Kindern heißt es im 1. Johannesbrief, passt es nicht, Unrecht zu tun, sondern einander zu lieben. Die Liebe, daran erinnert uns der 1. Johannesbrief immer wieder, ist der Maßstab, an dem sich die Christen in ihrem Alltag orientieren sollen. Wenn wir lieben, dann leben wir der Kindschaft gemäß. Jedes Verhalten, das aus der Liebe zum Mitmenschen und zum Mitchristen entspringt, ist, wenn wir so wollen, weihnachtliches Verhalten. Und dann ist das nicht gebunden an ein Datum im Kalender. Gott wartet mit einem großen Ziel auf uns. Er hat uns Orientierung für ein gutes Leben geschenkt durch sein Wort. Und jetzt, oder auch jetzt, sind wir dran, unsere Fantasie, unsere Kräfte, unsere Möglichkeiten einzusetzen, um das weiterzuführen, was Gott für uns und mit uns angefangen hat. Wir sind Gottes Kinder, freuen wir uns daran und richten wir uns danach. Und daher dürfen und sollen wir uns ein Weihnachten wünschen, das wir wirklich mit allen Sinnen erleben können, das uns zu Herzen geht, denn Gott wünscht das auch. Ihr Lieben, geht also auch durch dieses Weihnachtsfest und aus diesen Weihnachtstagen heraus als Gottes Kinder. Geht mit der Freude über das große Geschenk, das Gott uns macht. Lasst euch diese Freude durch nichts und von niemandem nehmen. Und teilt diese Freude, diese Liebe und Freude, denn durch das Teilen werden sie größer. Amen. Wir wollen beten. Guter Gott, wir danken dir, dass du zu uns kommst und uns so reichlich beschenkst. Hab Dank, dass wir als Gottes Kinder weihnachtlich leben dürfen. Unsere Welt braucht Weihnachten doch so sehr und sie braucht weihnachtliche Menschen. Schenk uns die Weihnachtsfreude ins Herz und schenk uns die richtigen Schritte, die wir als deine Kinder gehen können. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Als die Welt verloren, Christus ward geboren, in das nächte Dunkel fällt ein Strahlenfunkel, und die Engel freudig singen, hoch im Himmel hört man's klingen, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Und die Engel scharen bei den Hirten waren, brachten frohe Kunde von des Heilers Stunde, bei den Hirten nicht verweilet und nach Bethlehem hin eilet. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Zu dem heiligen Kinde halten sie geschwinde,
und Staunen sehen, was da war geschehen. Gott im Himmel schenkt uns allen mit dem Kind sein Wohlgefallen. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Allmächtiger, barmherziger Gott, du hast deinen Sohn zu uns gesandt, um deine Herrschaft aufzurichten über alle Welt und ihr das Heil zu bringen. Wir danken dir, dass er zu uns gekommen ist, dass er Licht in die Dunkelheit gebracht hat. Lass uns die Freude über sein Kommen spüren, dass er einkehren kann bei uns, in unsere Häuser und in unsere Herzen. Schenke uns die Zuversicht, dass deine Liebe uns trägt und die Bereitschaft, einander beizustehen. Lass uns diese frohe Botschaft weitersagen. Bewahre unsere Herzen und Sinne in deinem Frieden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, nun geht hin mit dem Segen Gottes in die Weihnachtsfeiertage und in das neue Jahr 2022. Der Herr segne euch und der Herr behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen. Bye.
begrüßt man Kind, seltener, wenn ich fest auftritt, wenn er mit dem weißen Bord lieft und mit Lachen nicht spurt. Ho, 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 sein Mankel riet, bis über der Stiefel geht, und der Sack es schwer und grieß, voll Geschenke, wenn wies. Auf der Gast denkt Munje keint, ja, wer schatzig, und et winkt. Aber in der Kirche der Tern hat der Christmann nicht gesehen. Christkind hieß der Jesus Christ. Wenn er in der Kirche drauf stießt, ist es still, er singt und betet und er pespert, wenn er redet. Wenn er drohende Glocken hört, ist es sie, wenn er spielt, dass der Herrgott alles braucht, Frieden, auch der heilige Nacht.